Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch recht herzlich. Ich stehe heute in Adendorf mal vor dem Rossmann-Laden und hier wird sich morgen vielleicht etwas ändern. Und zwar gibt es einen SPD-Ratsmitglied, das hat beantragt, vor dem Rossmann-Laden stehen ja, das wisst ihr, zwei Bäume. Und dieses Ratsmitglied hat jetzt beantragt, diesen Baum, den ihr hinter mir seht, zu fällen. Einen gesunden Baum, ein Baum, der nicht kaputt ist, wo der Baumschutzsachverständige nie irgendetwas zu gesagt hat. Dieser Baum soll gefällt werden. Und nun fragt ihr euch, warum? Ich kann es euch sagen. Der Grund für diese Baumfällung sind die Parkplätze. Denn wenn man diesen Baum fällt, könnte man daraus zwei weitere Parkplätze machen. Das ist die Argumentation. Und morgen wird in nicht öffentlicher Sitzung entschieden, ob dieser Baum gefällt wird oder nicht. Leider kann ich mich an der Diskussion um die Baumfällung nicht beteiligen, weil ich keinen Sitz in diesem Verwaltungsausschuss habe. Ich kann nur zuhören und nichts sagen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Linken in Zukunft mit mehr Personen hier im Gemeinderat sitzen. Also, morgen entscheidet sich die Zukunft des Baumes und morgen entscheidet sich, ob in Adendorf Parkplätze wichtiger sind oder Bäume. Ganz kurz, aber es stinkt mir. Tschüss.